Tja, liebe Freunde, da war tatsächlich die Festplatte voll. 40 GB haben wir noch. Danach müssen wir, glaube ich, zwangsweise Feierabend machen. Ich habe zwar noch ein bisschen was zu tun, also das passt mir quasi auch so ein bisschen in den Kram, muss man sagen. Aber ich muss echt mal ein bisschen mehr wegrendern. Müssen mal gucken. Ich weiß gar nicht, habe jetzt nicht einen Blick, wie spät es ist. Und müssen mal sehen, wie es dann nachher, wie wir vorankommen, beziehungsweise wie spät es dann letztendlich ist. Es kann also unter Umständen passieren, dass wir dann direkt gnadenlos dann aufführen müssen. Okay, Fluchresistenz. Da. 30. Und ich glaube, zu wissen, dass... Okay, nee, das Ding hat auch nicht mehr. 30. Das hat 39. Also Havels Zeugs. Paladin ist super für den. Welche Paladin-Rüstung? Ich habe keine Paladin-Rüstung. Hier. 30 alles. 51. Die Purpurrobe. Havelrüstung hat dementsprechend auch mehr. Die könnte man eigentlich anziehen. Das ist so, die Havelstulpen, wie viel Gewicht haben wir dann? Zu viel. Viel zu viel. 56. Okay, die Havelrüstung macht also kaum einen Unterschied quasi. Da, die Havelstulpen, auch zu schwer. 71, das Purpur Dingenskirchen. Ja, es ist die Frage, als ob das... ob das so viel ausmacht jetzt. Das sieht doch hübsch aus, ne? Ja, sieht doch hübsch aus. So, ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Ja, so viel macht jetzt, ne? Wir haben jetzt 71. Ja, Havelmann, bin ich aber zu langsam. Ich muss ja... Ja, ne Mid-Roll brauche ich schon irgendwie, ne? Ja, wir probieren es mal. Okay. So, schnell, schnell, schnell. Danke. So, das ist ausgerüstet. Wir werden sterben, wenn der tot ist hier. Dann kommen die Muscheln nämlich alle auf einmal und dann sind wir Matschepampe. Okay, so, komm, 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 komm. So, Feuer. Und dann machen wir uns hier an dem Ding da zu schaffen. So, 300. Okay. Nein! Oh, 10. Ja, ne? So. Wieder nicht so ganz getroffen. Ach Mann, ey. So. Müssen halt immer so einen Querschläger machen. Die Hälfte haben wir fast. Aha. So. Okay, komm, komm, komm. Immer weiter da ran. Na, nochmal. Sehr schön. Komm, wir kriegen den. Und nochmal. So. Sieht bisher wunderbar aus. Na komm. Okay, schön, 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 schön. Nicht mehr viel. Und noch ein Hit. Komm, das schaffen wir jetzt. Dann ist es der letzte. Und... Boah.
So muss das sein, liebe Freunde. So, wir müssen uns beeilen. Wir können nicht lang hier rumhampeln. Wir müssen nämlich ganz schnell hier zum Leuchtfeuer. Menschlichkeit gekriegt. Und Thieves Dingenskirchen. Wir müssen jetzt schnell zum... Und weg. So, irgendwo müssten eigentlich die Muscheln noch kommen. Alter Vater. Tja, die letzte... Die letzte Fürstenseele haben wir, liebe Freunde. Jetzt fehlt nur noch Artorias. Ja, krasse Sache. So. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, wie spät es ist, warte mal. Wir haben es halt erst 22.20 Uhr circa. Ich weiß halt nicht, wie lange die Festplatte noch hält. Das ist das Problem. Aber wir werden trotzdem mal noch in Richtung Dingenskirchen gehen. Jetzt, ja, der Stream, der leckt heute wie Hund, ne? Ey, ich weiß nicht, woran das liegt. Ey, ich hoffe, dass das irgendwie mal, ne, gefixt wird noch. Wird, ja, irgendwie noch was wird. So, wir gehen jetzt mal in Richtung Arturias nochmal schnell. Und gucken mal, wie da unsere Chancen stehen. Ja, vielleicht wird's ja. Mit dem, ich werde es mit dem schnellen Schwert machen. Nicht mit dem Zweihänder, sondern mit dem Feuerschwert. Dass wir vielleicht noch ein bisschen upgraden werden, plus unser, ja, unsere innere Kraft werden wir dazu nehmen. Plus noch, ja, Goldharz oder sowas. Und vergiss bitte Priscilla und den Stray Demon nicht. Ja, den müssen wir auch noch machen. Stimmt, den Stray Demon. Wir müssen noch zurück ins Tutorial. Und Priscilla, beziehungsweise die gemalte Welt von Ariamis. Glaube ich, ja. Die drei Bosse im DLC und dann Gwyn. Also haben wir im Prinzip noch 6 Bosse vor uns. Und dann haben wir quasi fast alles geschafft. Ne? Also so viel ist es nicht mehr. Theoretisch ist es der Gap'n Dragon. Was ist denn der Gap'n Dragon? Ist es der Klaffdrache? Ist das der Klaffdrache? Soll ich den auch noch machen? Goldharz! Gaben Dragon. Gaben, Gappen. Ist das der Klaffdrache? Ich weiß es nicht. Ich hab... Klaffdrache. Okay, soll ich den echt noch machen, ja? Den Drecks Klaffdrachen, ey. Na gut, wie ihr wollt, ne? Wie ihr wollt. So. Mit den Seelen, die wir gerade noch schön hier gehortet haben, werden wir jetzt noch ein paar... Menschlichkeit holen. Ne, fand ich ganz angebracht. Machen wir einfach. Und so haben wir die Seelen wieder ganz gut untergebracht. Mehr oder minder. Von daher passt das ja. So. Kohleharz. Wir werden mal das Goldharz nehmen. So. Achso, das geht nicht, okay. Ah, okay, das geht nicht. Weil das Ding schon verzaubert ist. So, wir probieren unser Bestes. Und da ist er wieder. Unser... Ach Gott, wir machen ja voll viel Schaden. Scheiß. Ja. da geht das Trauerspiel weiter. Hm, sind noch ein paar Bosse übrig. Ja. Na, 7 dann, ne? Ah Gott, ey. Oh Mann, ey. Naja, dann machen wir vorher wahrscheinlich eher den Knaffdrachen und sowas. Ich lebe mir Artorias bis zuletzt auf, ey. Warte mal. Wir haben jetzt noch Gemaltemeld von Ariamis. Dann machen wir doch einen Stray Demon, wenn wir schon mal hier sind, oder? Also je nachdem, wann die Aufnahme jetzt abbricht, wir können halt... Ich muss mir jetzt halt nach der Aufnahme letztendlich richten, wann die sagt, nö, es ist voll. Deswegen kann es jeden Moment vorbei sein, je nachdem, wie groß es hier der Teil letztendlich wird.
Wer ist denn das? Oh, we meet again. You've come. I'm done with this. Ach so. There you are. I'll relax. Patches. Beziehungsweise heißt er hier Patches? Den ich ja nicht getötet habe. Bei Artorias würde ich noch so 25 draufrechnen. Alter, Artorias. Ich dachte echt. Ach so. Ah, wir müssen ja. Ja, wir müssen ja hier. Stimmt, wir müssen das ja mit dem komischen Dingenskirchen da machen. Nee, Artorias wird der Witz schlechthin, ey. Ich hab da, boah, so ein Trauma schon davon. Von dem Vieh. Von dem Typen. Boah, ich habe jetzt versucht, keiner mit den Schwanz abzuschlagen. Anstrengend. Das kann ich ja aber sagen. Hans aber jetzt nach 12 Millionen Mal geschafft. Ich hab das, glaube ich. Hab ich den schon jemals einen Schwanz abgeschlagen? Der kriegt noch den komischen Ring, ne? Also hab ich es eventuell schon mal geschafft. Wenn ich das weiß. So, ich hätte jetzt eigentlich schon runterspringen müssen. Kauft ihr bei dem Ollen Mothers Buster-Schwert. Das wollte ich dir auch noch besorgen. Hab's nicht mehr geschafft. Okay. Das Buster-Schwert. War das jetzt eigentlich richtig auf dem Fahrstuhl hier? Nein! Das war ja... Was war denn das? Ich weiß es nicht. Das war doof. Das war ein bisschen doof. Ne? Jetzt habe ich aber auch ein bisschen so die Orientierung verloren. Ist ohne. Aber bitte nicht so viele Tote wie beim Mausoleumswächter. Ne, das weiß ich noch nicht. Habe dafür aber auch ewig gebraucht, es das erste zu machen. Hab's im NG Plus gemacht, weil ich es im ersten Durchgang nicht zugetraut habe. Aha. Ja, es ist schon echt nicht so ganz, ne? Nicht so ganz einfach. So, hier runter müssen wir. So, jetzt haben wir es doch geschafft. Okay. Dann hier. So, das haben wir. Ja, haben wir erledigt. Läuft, haben wir geschafft. Mensch, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, das Nest war. Hier oben, genau. Da haben wir es doch. Gut, dann ab zurück ins Tutorial. Zu meinem letzten verbliebenen. Superfreund, dem Stray Demon, dem verirrten Dämon, dem, ja, den verirrten Dämon, aus der Familie Feuerdämon, verirrte Dämon, Asyldämon, ne, alles von einer Sparte, alle beknackt, beschissen, ne, so eine Sache. Na, ich trau's mir im NG Plus eher nicht mehr zu, wegen den vielen HP, und es ging mit Crowsense plus 15 auch ganz gut. Nur bis man halt mal trifft. Ich habe das Video gesehen. Fand ich ganz gut. Fand ich ganz gut. So stark bin ich noch nicht. Ne? Aber es hat auch Sinn gemacht, dass du dann Level 100 warst. Ich habe den Kommentaren vorhin noch gelesen. Dass du dann so viel Schaden machst und alles drum dran. Ich habe mich echt schon gewundert. Ich dachte, du wärst in Level 21. Dann hätte ich mir die Skillung halt verraten lassen von dir. Ey. Das wäre es ja echt gewesen. So. Ja, geil. Okay. So. Jetzt der komische Dreckshund von Boss. Und ab nach unten. Ja, geil. Fängt schon wieder gut an. So, erstmal wieder hier ein bisschen orientieren.
Eine andere Waffe wäre, glaube ich, ganz geil. So. Okay, ein bisschen weiter auf Distanz, das geht. Ja, okay, ist euch ernst. So, Mann, ey, kannst du mal aufhören damit? Okay, trink was. 8 Flakons haben wir noch. Nicht mehr ganz so viel. Ah, trink, trink, trink. Können wir uns ein bisschen erlauben hier. So, jetzt war es aber weg. Ich enttäusche schon so ein bisschen, wenn ich den jetzt auf Anhieb schaffe, oder? Aber ich würde den Mund nicht zu voll nehmen gerade. Komm! Wow, wow, wow. Na! Boom! Ah! Das ist doch mal, ne? So muss das sein. Graue Scholle, Menschlichkeit und ein Hermkar-Knochen. Boah. Mensch, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Weil ich den jetzt tatsächlich schaffe. So, jetzt weiß ich auch nicht, wo ich hier zurückkomme. Das ist, war, glaube ich, das erste Mal, ne? First try. Ich glaube tatsächlich, das erste Mal, dass es jemals vorgekommen ist, dass der am First Try liegt. So. Da geht's zurück. Und wir müssen dahin. Da kommt tatsächlich noch ein schwarzer Ritter, der uns anpissen möchte. Das lasse ich aber nicht so zu. So. Ups. Vielleicht droppt er ja noch einen Brocken oder sowas. So einen grauen oder so. Das fand ich auch ganz knurke. Ah. Machen wir jetzt kein Mist. Ein roter Brocken. Okay. Naja, nehmen wir hoch. Nehmen wir hoch. Und da haben wir sie, die merkwürdige Puppe. Die wir brauchen, um in das Gemälde zu kommen. Was wir, um in die Welt von Ariamis zu kommen. In die gemalte Welt von Ariamis. Und das werden wir, glaube ich, als nächstes machen. Aber vorher werden wir, glaube ich, Schluss machen. Erstmal, das machen wir, glaube ich, im nächsten Stream dann. Auch wenn wir heute ein bisschen eher Schluss machen. Und letztendlich nur 2 Stunden reine Aufnahmezeit hatten. Aber ich muss tatsächlich die Festplatte leeren. Weil ich gerade auf die PC-interne Festplatte aufnehme und das ist nicht ganz so geil. Dann würde ich einfach sagen, der Kreis schließt sich in Arnulondo. Da sind wir heute gestartet und da werden wir heute enden, liebe Freunde. Tja, dann sage ich jetzt schon mal an dieser Stelle, bevor uns die Aufnahme dann letztendlich doch irgendwie abkackt. Ja, danke fürs Zuschauen an die YouTube-Zuschauer. Sage ich jetzt schon mal, ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem neuen Part morgen dann bei Let's Play Dark Souls im Low-Level-Run. Dann wahrscheinlich mit der gemalten Welt von Ariamis, beziehungsweise mit dem Klaffdrachen, der auch noch da ist. Und wenn die beiden down sind, dann könnte man theoretisch immer noch farmen gehen. Oh, jetzt ist die Aufnahme abgebrochen. Okay, dann hört ihr jetzt quasi nur noch meine Stimme, liebe Freunde, auf YouTube. Und ja, diese Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe, stehen uns nur offen. Das werden wir morgen dann erleben, beziehungsweise ja, in einem neuen oder anderen Stream, den ihr aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr erleben werdet, weil die Parts sowieso später kommen auf YouTube und ihr dementsprechend bei diesem Stream nicht dabei gewesen wart oder wärt oder hättet sein können. Ich weiß es nicht. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis morgen, 17 Uhr geht's weiter. Dann 17 Uhr geht's weiter. 17 Uhr geht's dann weiter. Punkt. Egal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.